da will ich doch jetzt erstmal gucken. Tatsächlich, es schneit. Hier hat sich jetzt aber scheinbar weiter nichts getan. An sich sieht alles noch so aus wie vorher auch. Wieso ist hier ein Ausrufezeichen? Weil es neu ist. Ja, okay. So, wir reisen jetzt trotzdem mal nach Hause. Und dann war es das. Ich will jetzt wirklich nur noch gucken, ob daheim jetzt nochmal was los ist oder nicht. Wobei, durch den Winter könnten wir jetzt gucken, ob bei Freya, ob wir da jetzt wieder durchlaufen könnten, ob der ihr komisches GS weg ist. Zu Hause. Brüder, ich muss euch noch etwas sagen. Aus der Zeit, als ihr in Jötunheim wart. Und? Sag es uns. Es geht um Freya. Sie hat mich besucht. Was hast du ihr gesagt? Wo Odin vermutlich ihre Walkürenflügel aufbewahrt. Sie scheint entschlossen zu sein, ihren Kampfgeist zurückzuerlangen. Ich fürchte, der Kreis der Rache lässt sich nicht einfach durchbrechen. Oh. Während wir Jötunheim waren, hat Freya Mimir aufgesucht, um ihn zu fragen, wo Odin ihren Kriegsgeist aufbewahrt haben könnte. Das ist ein bisschen gruselig. Okay. Wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Hey, wir können rein. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Ja, der wird ja wohl eine Weile dauern. Dabei. Jahre später. Was war das? Dein Bogen. Oh oh, oh mein Gott! Das kenne ich gar nicht! Wer bist du? Okay. Ja, das spricht natürlich förmlich für ein DLC. Du meine Güte. Alter! Jetzt steht Thor vor meiner Tür statt Baldur. Und das war so lange schlafen, Jahre später? Hallo? Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es jetzt irgendwas Neues da gibt. Toll. Okay. Das heißt, wir könnten wirklich auf den DLC warten und hoffen.
Es kann nichts anderes sein. Das kann nicht hiermit plötzlich enden. Das ist Blödsinn. Ja. Okay. Schlussgespräch. Ein Hammerspiel. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet. Ich mache jetzt mal die Musik etwas leiser. Und mich auch so. Damit die Musik nicht so laut ist und ich jetzt auch nicht so laut reden muss. Also ein hammergeiles Spiel. Ich kann es euch nur selber empfehlen, es selber auch zu spielen und zu kaufen. Es lohnt sich. Vor allem, weil es anscheinend ein DLC geben wird. Weil es kann ja nicht hier plötzlich Ende sein. Thor wird sich wohl mit Sicherheit rächen. Und Odin wird sich bestimmt auch noch irgendwie bekannt geben. Und was mit Freya passiert, weiß ich nicht. Wenn sie ihre Flügel wiederkriegt oder findet, wird sie bestimmt ihren Fluch oder ihren Wunsch uns gegenüber in die Wahrheit, in die Tat umsetzen wollen. Also wir haben so gesehen, gut, Odin weiß ich jetzt noch nicht, aber zwei weitere Gegner, Endgegner werden wir anscheinend haben. Also nehme ich mal an, im nächsten DLC Freya und Thor. Und vielleicht kommt dann sogar noch ein drittes DLC, weil wir hatten, ich glaube, drei oder vier Welten, wo wir nicht hinkamen. Nehme ich mal an, dass ein DLC rauskommt für zwei Welten und das letzte DLC auch für die anderen zwei Welten, nämlich zu allerletzt Asgard, um Odin zu bekämpfen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Warum sollen hier so viele Welten sein, aber man nicht hingehen können? Das wäre total Blödsinn. Also ich nehme an, es gibt auf jeden Fall in Zukunft was und da dürfen wir uns drauf freuen und gespannt sein. Und wenn ihr es bis hierhin durchgeguckt habt, es tut mir leid manchmal für diese, also jetzt gerade so ab Teil 70 oder sowas aufwärts, für die längere Zeiten, wo ich öfter gestorben bin oder Muspelhelm mit den Prüfungen oder das Sammeln, um 100% eventuell hinzukriegen. Aber mir hat es halt eben Spaß gemacht. Ich wollte es euch jetzt auch nicht unbedingt verheimlichen, falls, wie gesagt, Leute zugucken, die auch gern 100% hätten und wann manche Sachen nicht finden, die können dann bei mir in der Beschreibung unten natürlich sehen, wo was zu finden ist. Und ja, also nicht nur Gameplay, sondern auch kleine Hilfestellung. Auch wenn ich nicht alles leider gefunden habe. Aber gut, okay. Eine Sache habe ich halt nicht gefunden oder zwei, falls es wirklich einen 52. Raben gibt. Ich weiß es nicht. Aber in der Regel habe ich alles Wichtige zumindest gefunden. Ein Weltentor, hallo, wer braucht das schon? Und ein Rabe, ja gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Wenn es euch gefallen hat, könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann seid ihr beim nächsten Let's Play wieder mit dabei. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und genießt den Abspann. Ich verabschiede mich. Das war God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Komplett, sagen wir mal, zu 99% durchgespielt. Mit von Nö her Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen und tschüss.
Atreus, bist du bereit? Ja, aber ich habe was Seltsames geträumt. Fimbulwinter war vorbei und Thor kam zu uns, hier zum Haus. Es war nur ein Traum. Aber es war so anders. So real. Als wäre es die Zukunft. Dann beschäftigen wir uns morgen damit. Heute können wir noch einiges tun. Komm. Okay, das war jetzt ein ewig langer, wirklich ewig langer Abspann. Der ging jetzt 25 Minuten ungefähr. Also das ist ja echt heftig. Okay, das mit Thor war jetzt nur ein Traum angeblich. Aber der hat uns wie gesagt gezeigt, der Traum, dass es auf jeden Fall noch weitergehen wird. Ja, und jetzt verabschiede ich mich aber wirklich, denn, ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Wir werden jetzt noch einmal speichern. Und drücken jetzt auf Spiel beenden. Also, ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß noch bei meiner YouTube-Seite. Ich hoffe, ihr findet noch was, was ihr gerne gucken würdet. Und ansonsten, ja... Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss.